Die Temperaturen waren Mitte Dezember im Keller und im menschlichen Vergleich könnte man sagen, passgenau hat die Hans-Martin-Schleierbrücke ab dato ihr Winteroutfit bekommen. War die stählerne Lady bisher noch oben ohne, rückten riesige Kräne an, um die Brückenoberseite mit gewichtigen Betonplatten zu belegen. Diese bilden die Unterlage für die spätere Fahrbahn sowie den Rad- und Fußweg der Brücke. Zwischen 1,5 und 3 Tonnen wiegt eine solche Platte. Nahezu unvorstellbar, was die Kräne da leisten mussten, um auch bei voll ausgefahrenem Haltearm die schweren Teile Stück für Stück passgenau aneinander zu setzen. Zuvor waren die Beton-Einzelstücke bei Fulda angefertigt und von dort nach Esslingen transportiert worden, um von beiden Seiten der Brücke aus verlegt zu werden. Nicht ganz einfach, weil die mögliche Verlegedistanz auf der Brüderseite wegen der vorhandenen Hochspannungsleitung weit kürzer war als von der Mettinger Seite aus. Hier musste ein mobiler 500 Tonnen Spezialkran ran, um die Platten auch weit über die Hälfte der Brücke noch sicher ablegen zu können. Die Halbfertigteile liegen nun passgenau aneinander, werden im Frühjahr mit ca. 190 Tonnen Baustahl belegt und feldweise in einer festgelegten Reihenfolge aufbetoniert. Nach dem Aushärten der Fahrbahnplatte wird diese abgedichtet und der Aufbau des Geh- und Radwegs sowie des finalen Fahrbahnbelags beginnt. Zeitgleich lief neben der Kranaktion auf der Brücke eine weitere ganz unten. Der Einbau von 4 Stahlrohren mit einem Durchmesser von je 1,2 Metern zur Gründung eines Schiffsabweisers. Der Schiffsabweiser wird als ca. 55 Tonnen schweres Fertigteil auf die ausbetonierten Stahlrohre aufgesetzt. Diese Konstruktion verhindert, dass im Katastrophenfall ein manövrierunfähiges Schiff gegen einen der Brückenpfeiler schlägt und die Brücke beschädigt. Übrigens, der Neckar entscheidet, welcher der 2 Brückenpfeiler ausschließlich gefährdet ist. Oder besser gesagt, sein natürlicher, unveränderlicher Strömungsverlauf. Dieser würde ein derart massives Treibgut stets nur auf den Pfeiler der Brühler Seite auflaufen lassen.